Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft. Das entscheidende Spiel gegen Dana. Nach der Niederlage gegen Serbien muss die deutsche Mannschaft heute gewinnen, um sicher in die nächste Runde zu kommen, ins Achtelfinale, wo uns dann möglicherweise England erwartet. Eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel sehen Sie hinter mir schon eine ganze Menge los auf der Freilichtbühne. Und wir wollen mal ein paar Stimmen einfangen vor dem Spiel, wie die Stimmung ist hier. Was soll ich jetzt sagen? Olé, 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 olé! Wir sind Champions! Wir sind Champions! Ja, Sie hören beste Stimmung hier bei den Fans auf der Freilichtbühne. Braucht man noch fragen, wie geht's aus? Ja, wie geht's aus? Natürlich gewinnen wir. Am besten wäre natürlich 2-0 oder 2-1, weil dann kommen wir weiter. Also, wir müssen gewinnen. Anderes hilft nichts. Auf wen können wir uns denn heute verlassen? Wer muss die Tore schießen für Deutschland? Ja, ich hoffe mal, dass auch mal Kakao mal ein Tor schießt, weil, ja, was soll ich so sagen? Ich gebe mal an unseren Fußballfan weiter. Bitte? Wer schießt heute die Tore? Ja, wir drehen alle durch den Kakao, ne? 3 Tore von Kakao. Habe ich auch gesagt. Ja, genau, Kevin Prince Boateng. Ja, Kevin Prince Boateng, das ist das Streitthema für die deutsche Mannschaft. Welchen Einfluss wird das heute aufs Spiel haben? Ja, ich schätze mal sehr viel, ne? Auf jeden Fall wollen wir das büßen mit Tore. Wie viele Tore würden denn reichen, um es? Also ich sag mal, wir schießen heute im Glauben 9, aber in Wirklichkeit nur 3. Und Ghana schießt leider auch 1. Vielen Dank. So, wir haben noch knappe halbe Stunde bis zum Spiel. Eure Prognose, wie geht's aus? 3-1 für Deutschland. 2-1 für Deutschland. Also ihr habt voller Glauben an die deutsche Mannschaft. Deswegen seid ihr auch schon so früh. Seit wann seid ihr hier? Um sieben. Das ist früh. Was muss die deutsche Mannschaft heute bringen, um euer Wunschergebnis zu erfüllen? Tore schießen. Tore. Elfmeter reinkriegen. Nicht so wie letztes Mal. Ja. Und dann wird das was. Was ist euer Lieblingsspieler? Kakao. Poldi. Nee. Ja, nee, ich habe keinen Lieblingsspieler in der Mannschaft. So, dann habe ich mir 2 Fußballexperten dazugeholt, um das Spiel vor dem Spiel gegen Ghana jetzt noch mal zu analysieren. Was braucht Deutschland heute, um das wichtige Spiel zu gewinnen? Ein Poldi, der trifft. Ja, dann trefft sich den Poldi, dass er seinen Fußwehr justiert hat und dass er den Schwarze trifft, ne? Und ich denke mal, Kakao, der wird halt auch eine Bude machen. Also Kakao, Poldi, ihr verlasst euch drauf. Und vielleicht noch Barstube austauschen gegen Boateng oder Jansen. Das wäre vielleicht. Wen würdest du vorziehen? Ich würde Jansen. Der ist gut eigentlich. Ja. Was muss Jogi seinen Jungs jetzt mit auf den Weg geben, damit sie voller Feuer aufs Spielfeld gehen und das Spiel für uns gewinnen? Ja, gute Frage. Frag mal Tobias. Also eigentlich muss er die Jungs, die brauchen eigentlich gar nicht mehr motivieren vor diesem Spiel. Die sind voll heiß, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Keine deutsche Mannschaft ist vorher in der Vorrunde ausgeschieden bei einer WM. Und das wird schon seinen Gang gehen. Die werden heute, denke ich mal, 3-1 gewinnen. Oh,
Wie fandest du die erste Halbzeit? Also die erste Halbzeit war sehr spannend.